Arena irgendwo. Nee, nicht in dem Rahmen. Wo sind sie? Da ist einer. Der ist wo? Ich suche jetzt ein Gespräch oder so. Scheiße. Ich hab ihn nicht gesehen. Du bist tot, Verdammter! Das war knapp. Oh. Falls ihr euch wundert, die jetzt erst eingeschaltet haben oder jetzt erst anschauen, falls ihr euch wundert, dass ich so wenig rede, das liegt daran, das habe ich aber am Anfang gesagt, dass ich finde, dass dieses Spiel so eine große Spannung hat und ich das mit meinem Gelaber nicht unbedingt die Atmosphäre oder so zerstören will ich. Manchmal ist weniger auch mehr, kann man so sagen. Boah, hier ist wieder überhaupt nichts. Jetzt gibt es die Möglichkeit hinten aus dem Fenster raus. Wo ich aber fest dran glaube, dass das das Fenster ist. Wo ich herkam. Oder nehmen wir die Treppe hoch? Oder nehmen wir die Treppe hoch?
Unten? Wie kann... Ey, die sind alle auf... Bumm. Die sind auf der Jagd, die Typen. Auf der einen Seite finde ich es ein bisschen unrealistisch, dass hier die Kleine, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ständig irgendwie nicht gesehen wird von denen. Oder total unreal ständig vor denen rumrennt und nicht angegriffen wird. Aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite bin ich ziemlich froh darüber, weil die sich doch ganz schön bescheuert verhält. Das Mädel. Und? Recht, was gefunden? Dieter, suchen wir weiter. Oh Mist! Schon mal die Typen einfach aus, wa? Auf der Seite kommt auch noch einer. Hab der Knarre! Bleib schön unten. Ich bin schon hoch. Hey, wer ist das? Markieren! Halte sie fest! Ich werde dich abfackeln! So geht das, mein Freund. Oh Scheiße, Joel. Carl. Den jetzt hier wenigstens alle erledigt. Ich hoffe doch. Ja.
Geschenke noch mal zu sehen. Ja. Wie gesagt, ich versuche bei dem Spiel auch ein bisschen weniger auf Schusswaffen zu Ich muss sie benutzen, ist mir schon klar. In manchen Situationen werde ich sie auch benutzen, aber ich finde es doch irgendwie ein bisschen spannender, dann doch ein bisschen auf Was war das? So, ich finde es dann doch interessanter, so ein bisschen auf Handwaffen oder so, also auf, nicht auf Handwaffen, Schlagwaffen, das wollte ich sagen. Zu setzen. Medikit immer gut, Medikit brauchen wir immer. Da habe ich jetzt gerade einen Überblick verloren. Oh, man hört noch Geräusche, als würde es in dem Haus noch Bewegung geben. Was mich jetzt irritieren würde, wenn keiner mehr in dem Haus ist. Weil das wäre dann ein bisschen zu gemein, meines Erachtens. Was machst du? Ah, noch ein Stockwerk hoch geht's. Gut, dann kann es sein, dass das wahr ist, was ich gerade gedacht habe. Also, dass hier noch irgendwo einer rumkraucht. Was ist ja schön, ne? Oh. Oh, schrecklich. Sie haben es sich leicht gemacht, hä? Kann man nicht sagen. Für viele war das besser als auf einen Klicker oder einen Jäger zu warten. Glaub mir, leicht ist anders. Was? Öffne die Aufzugtüren? Ja, ja. Nein, Ziegelstein. Hier liegt überall was rum. Ich frage mich gerade, was ich hier unten will, weil ich wollte mich jetzt reizen, nochmal hier runter zu gucken. Ja, komm.
Das ist der Balkonien, den ich glaube ich vor uns vergessen habe. Das Glück ist also auf unserer Seite. Mensch, geh weg. So, haben wir alles durchsucht. Das habe ich so blöd gemacht. Oder was heißt blöd gemacht? Cool gemacht, spannend gemacht, wenn die Geräusche im Haus sind, aber was ich halt auch wieder dann doof finde, ist, wenn wiederum keiner mehr im Haus ist und das Geräusch einfach nur da ist. Ah, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ne? Ich bin ja total im Spiel versunken. Sehen, wo wir landen. Sicherheitshalber. Das sieht nach Durchgang aus. Was sieht nach Durchgang aus? Das ist verarschen. Ach da. Könnte man ja jetzt eigentlich mal... Oder... Das wird ganz schön eng, aber... Na komm. Okay. Da ging mein Schild ab. Mir geht's gut. Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt. Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Schon noch irgendwas Interessantes.